nicht jetzt, René. Sehen Sie mal, Nigel, da ist Ihr Pygmäenfreund wieder. Toller Halsschmuck. Das würde ich nicht tun. Sydney. Schön, Sie zu sehen. Bla, bla. Das letzte Mal, als wir uns sahen, da haben Sie mich mit einem toten Beduinen namens Fes auf einem Flohmarkt zurückgelassen. Hatte ich seine Kehle durchschnitten? Er hatte das Messer im Rücken. Richtig. Das habe ich aber alles längst hinter mir gelassen, Sydney. Ach, tatsächlich. Ich bin in Paris, weil ich auf der Suche nach einem Mann bin. Ich will sesshaft werden. Hier drin werden Sie sicher jemanden finden, der zu Ihnen passt. Das Schwert gehört dem, der es findet. Derjenige, der das Schwert findet, sollte es sehr gut festhalten. Da haben Sie recht. Denn wenn es jemand vor mir finden sollte, ist er genauso tot wie Fes. Wo ist sie, René? Keine Ahnung. Es fällt Ihnen sicher gleich ein. Darüber müssen wir uns irgendwann unterhalten. Ziemlich schlechter Zeitpunkt. Sydney, René? Ja, aber sie ist gerade sehr beschäftigt.